Band, die kann ja auch akustisch spielen. Viele Stücke funktionieren sehr gut akustisch, da das ja auch quasi alles akustische Quellen sind, also Streicher, viele Bläser, Saxophone, Fagott, Posaune, Trompete. Es gibt Schlagzeug, Kontrabass, E-Bass, Vibraphon, Gitarre, Keyboards und dann neu auch noch so Sampler und Tongeneratoren, die dann auf der Bühne aber auch schon lokal verstärkt sind. Der Anspruch an den Orchesterklang ist halt ein sehr natürlicher und sehr akustischer eigentlich. Und da sind auf verschiedener Ebene sind halt Mikrofone ganz close bei den Streichern, Clip-Mikrofone bis hin zu einem Decca-Tree, der quasi so ein bisschen die Dreidimensionalität vom ganzen Klangkörper abbilden soll. Dass dann hier halt, je nach Feedback-Möglichkeit, kann man da mehr oder weniger entfernt den Klang aufnehmen. Wir hatten ja heute auch nicht Zeit, irgendwie Einzelinstrumente zu EQen oder so. Da war nur Klopf, Klopf, Bling, Bling und dann ging das los. Und man kennt ja mittlerweile die Signale und setzt halt irgendwie Low Cuts und dann sind das sehr technische Eingriffe. Und wie das dann übertragen wurde durch die PA, das war schon sehr überraschend, mit welcher Physis das da ankam und mit welcher... Also die Impulstreue einerseits, wie auch die klangliche Natürlichkeit war sehr, sehr beeindruckend. Das Pult ist auch ein sehr organisches Instrument, finde ich. Und die PA hat mich sehr beeindruckt, ja. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ganz toll. Also Open Air ist natürlich auch immer eine sehr gute Möglichkeit, sowas zu hören, weil in verschiedenen Hallen klingt natürlich jede Anlage mal scheiße und mal geil. Aber hier hat mir das richtig, richtig gut gefallen. Ganz tolle Stimmenpräsenz, schöne Höhen, also hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Auch der Low-Mid-Bereich, das ist bei Jan gerade auch bei seiner Stimme oft schwierig, dass sie irgendwie ein bisschen voll klingt und die dann noch über die Mucke rüber zu kriegen, so, das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Also gerade Jans Stimme hat mir auf der V jetzt sehr gut gefallen. Wenn wir mit Jan Delay-Festivals spielen, dann gibt es relativ selten Anlagen, wo man sagt, nee, bitte nicht, weil also auf Tour nehmen wir ja eh selber mit. Und bei den großen Festivals hängen inzwischen meistens gute Line-Arrays, ob das jetzt Vidos ist oder Martin oder D&B, also ne, da hängen inzwischen fast überall gute Anlagen. Da kommt es eher dann auf den Systemmann tatsächlich an, der ist dann sehr wichtig. So, das kann manchmal sein, dass man denkt, und dann tatsächlich, wenn man, keine Ahnung, nochmal hier an seinen Master-EQ geht und dann nochmal irgendwie gegenarbeitet, weil man denkt, das ist jetzt, trifft mich geschmacklich so nicht. Aber richtige Scheißanlagen hatten wir jetzt echt zum Glück schon lange nicht mehr. Das hat sich auch echt gebessert in Deutschland, muss man sagen. Analog-digital war eine Glaubensfrage bei mir. Eine lange Zeit, weil ich erstmal damit zu Rande kommen musste und dann irgendwie einen Workflow entwickeln musste und so. Das habe ich aber getan. Ich mache viel mit Digidesign, Profile am liebsten. Das hatte ich jetzt auch bei Jan Delay auf Touren mit. Das hat auch wunderbar funktioniert. Aber jetzt gerade die letzten zwei Shows habe ich mal wieder Analogpulte gehabt und das macht mir auch einen Riesenspaß. Es ist einfach ein bisschen weniger nachdenken, ein bisschen intuitiver als ein Digitalpult. Da muss man dann doch immer mal noch den Layer switchen oder nochmal auf den Bildschirm. Und also ne, das braucht immer diese Bruchteile von Sekunden, die ich mich eigentlich gar nicht konzentrieren will während der Show. Ich will Spaß haben. Das kann ich eigentlich fast besser an einer analogen Konsole. Wir sind wie gesagt bei einem Festival draußen. Ich habe die V-Serie zum ersten Mal gehabt jetzt und muss feststellen, dass trotz starken Windverhältnissen, die wir gestern hatten, super Performance hatten, keine Höhenverluste irgendwie oder wegschwimmende Höhen, was man ja sehr oft bei Festivals im Freien hat, und das hat uns sehr überzeugt. Wir standen mit großen Augen dort und fanden es sehr gut, was D&B dort gebaut hat. Das Handling von der PA ist ja der J-Sache sehr angelehnt und sehr einfach zu handeln, sehr leicht. Der Neutrik-Stecker, der neue, der dort drin verbaut ist, ist gewöhnungsbedürftig, aber wenn man rausgefunden hat, ist es sehr toll, damit zu arbeiten, und generell das Verkabeln ist sehr easy und einfach. Bis jetzt sind alle sehr zufrieden, es hat keiner groß an irgendwelchen Filtern rumgeschraubt, die haben gegrinst und haben ihren Job gemacht. Also wir haben es hier auf dem Lüften-Festival an der Jahrhunderthalle in Frankfurt dieses Wochenende das erste Mal im Open-Air-Einsatz. Bisher hatten wir es nur Indoor. Und was auffällig ist, ist, dass es nicht so windanfällig wie andere Systeme, die wir vorher hatten. Und das erstaunt wirklich alle hier, die am FOH-Platz arbeiten. Auch wenn hier richtig Wind ist, das wird nicht weggeblasen. Wie auch immer, die das machen, aber sehr schön.
wir kaufen ja immer Dinge, nach denen die Kunden fragen. Und wir hatten einfach große Nachfrage jetzt wieder nach einem Großbeschallungssystem. Und zwar fragten die Leute ganz konkret nach einer Doppel-15er-Box. Und wir haben jetzt mit Lenny Kravitz eine Tour, die 2,5 Monate quer durch Europa läuft, die auch im Herbst jetzt weitergeht. Da geht es durch Osteuropa bis in die Türkei runter. Und ja, für uns hat sich die Anschaffung einfach gelohnt. Und JBL hatte also gefühlt für uns das beste System im Moment auf dem Markt. Deshalb haben wir da neu rein investiert und werden auch noch nachkaufen. Also es wird nicht, Bestand wird im Herbst erweitert. Grundsätzlich haben wir hier nur die Grenta Mark II Lite stehen und die Hock ist aktuell nur für Jan Delay gedacht. Ja, also als Festivalpult dient diese Grenta Mark II und wir stecken einfach so Jan Delay dann auf die Hock um. Die ist auch nicht vom Festival, sondern die kommt direkt über die Jan Delay Produktion. Die Einser kennen alle. Die Zweier etabliert sich auch so langsam. Und es gibt ja immer noch mal so ein bisschen Nachholbedarf irgendwie, weil ein paar Funktionen anders sind, die Effekt-Engine ein bisschen anders funktioniert, aber ansonsten kommen eigentlich die Leute, die mit einer Grenta Mark I vorher gelebt haben oder gearbeitet haben, auch mit der Grenta Mark II klar. Was gibt es zum Mac Aura zu sagen? Hat ein Plastikgehäuse, sieht ziemlich billig aus. ansonsten kommt richtig viel raus. Und der Zoom-Bereich ist echt beachtenswert. Ich habe jetzt keinen direkten Vergleich mit aktuellen Lampen, aber für mich macht die Lampe, also zumindest ist das, was an Funktion rauskommt, eigentlich ist ganz sinnig. Im Kuppelsaal verwenden wir eine SD8 in der Front von Digico und auch eine SD8 als Monitor. Gefahren werden es beide über einen analogen Split und beides mit MADI-Racks angefahren. Als System verwenden wir hier DiviDosk von L Acoustics. Die Wahl ist hier einfach gefallen, weil das System auch schon im Hause ist und natürlich durch Sirius einfach zu ergänzen war. Ergänzt wird das ganze System durch ESP28, auch von L Acoustics, 2 Stück pro Seite. Das klingt jetzt erstmal nicht viel, aber durch die enorme Output-Leistung der Bässe sind wir damit auch sehr gut gefahren. Am heutigen Tag ist die musikalische Herausforderung natürlich, dass wir sehr, sehr viele Dubstep-Bands hier haben, die natürlich einen enormen Pegel fordern oder besser gesagt eine enorme Dynamik. Und da kommt das System schon manchmal ganz schön in Schwitzen, aber es hält sehr gut mit bisher.